So Leute, beim letzten Mal sind wir von Jeep Performance Garage den C63 AMG Black Series mit 1200 PS gefahren, beziehungsweise leider durch die Hitze reduziert auf 900 PS. Heute fahren wir das Teil. Und die Jungs von Jeep Performance Garage haben zu mir gesagt, der C63 war ein Spielzeug. Das hier, hier wird es ernst, denn hier haben wir eine McLaren 765 LT, 765 PS serienmäßig. Aber das Teil hier ist auf über 1000 PS umgebaut, um genau zu sein auf 1100 PS. Und ich sage euch ein, 765 LT serienmäßig geht ja schon wie Hölle. Und ich bin das Ding einmal gefahren, von Novitec umgebaut auf 900 PS und da waren wir bei einer 100-200 Messung, waren wir fast genauso schnell wie ein McLaren P1. Also das sind Werte, das ist brutal, aber hier jetzt nochmal über 200 PS mehr, ich glaube, das wird krank gehen. Aber generell hier 765 LT ist auch wirklich ein geiles Teil. Von der Optik her, vor allem hier in dem Mattrot gehalten, das Ganze ist foliert, aber auch hier vorne die komplette Haube aus Carbon. Ich finde hier der Frontspoiler, das wird noch geil aussehen in Carbon, wobei den glänzend schwarz gehalten, sieht das Ganze natürlich auch geil aus. Vor allem auch hier in Verbindung mit den schwarzen Felgen. Rote Keramikbremsanlage haben wir am Start und vor allem auch ziemlich geil hier bei dem 765 LT. Wir haben hier das Roof Scoop in Carbon. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie das Ding hier so klingt, denn die Abgasanlage, wie es hier so ist, ist natürlich auch nicht serienmäßig. Von daher bin ich mal gespannt, wie das so klingen wird, denn auch generell muss man schon sagen, das Heck vom 765 LT ist schon wirklich gelungen. Gegenüber dem 720S steht nochmal aggressiver da. Wir haben hier diese vier Endrohre, das ist schon wirklich sexy. Hier schön alles offen gehalten, schönen dezenten Heckspoiler, schön in Carbon das Ganze, aktive Aerodynamik beim Bremsen, klappt das Ding nach oben. Wir haben hier einen riesen Heckdiffusor für einen ordentlichen Anpressdruck, wobei du ganz ehrlich sagen musst, 765 LT, das hat halt serienmäßig schon so viel Leistung, dass er es gar nicht fast auf die Straße bekommt, dass ihm selbst hier hinten noch der Anpressdruck fehlt. Deswegen, also ich fühle mich ganz ehrlich noch nicht so safe, denn das ist ja schon serienmäßig ein unglaubliches Monster. Aber hier jetzt nochmal mit über 300 PS mehr, ich glaube, das muss wie Hölle gehen. Vor allem auch hier Innenraum ist auch ziemlich geil. Wir haben hier die Senna-Sitze am Start. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier rum, du stellst dich nach hinten. Wir starten das Ding jetzt mal und dann schauen wir mal, wie der hier so klingt. Okay, bist du ready? Yes. Dann starten wir mal. Wie das Ding am Gas hängt, wie das Ding am Gas hängt. Zieht euch das mal rein. Ich glaube, Leute, das wird heftig werden. Wir legen los. So, Leute, dann wird's jetzt hier ernst. 765 LT, serienmäßig 765 PS. Hier jetzt 1100 PS und 1400 Newtonmeter. Und wie ihr es wieder sehen könnt, wir haben einfach 42 Grad Außentemperatur. Und ich bin mal gespannt, inwiefern wir hier die Leistung reduziert bekommen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier mit der vollen Leistung fahren werden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal in den Sportmodus und wir tasten uns so wirklich so ganz langsam ran. Ja, ich würde sagen, ganz dezente Schubabschaltung. Alter, nur Gas angetippt. Alter, wie knallt denn der hinten raus? Das klingt aber schon geil, muss man sagen. Alter. Leute, Mann, es ist nur das Gas angetippt.
jetzt zieht euch mal bitte diesen Sound rein. Also das ist schon krass. Wenn du hier wirklich länger auf dem Gas bleibst, dann zieht euch das mal rein. Alter! Alter, was sind das für Schüsse? Alter, das ist schon heftig. Alter, und dann die Leistung da dazu. Das ist ja brutal. Alter, das erinnert mich hier schon an 675 LT vom Sound her. Hier dieses Knallen. Patsch. Alter, und dann drückst du hier nur ein bisschen drauf aufs Gas und du hast eine Leistung. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier direkt in den Track-Modus. Wir latschen jetzt einfach Vollgas durch. Das muss man auch immer wieder sagen. Es ist geil, wie McLaren das gemacht hat, hier mit dem Display umklappen. Rein für die Rennstrecke, Gang, Drehzahl, Geschwindigkeit. Aber wir sind nicht auf der Rennstrecke. Von daher können wir hier den Display hernehmen. Und ich würde sagen, ohne Launch Control, wir beginnen einfach jetzt von Null. Ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Wir haben jetzt das ESC, wir haben jetzt alles noch an, weil ich glaube, wir werden hier definitiv jetzt gleich durchdrehen. Also von daher, seid ihr bereit, Leute, und los geht's. Alter. Alter. Er dreht durch. Er dreht weiterhin durch. 150. Er dreht weiterhin durch. Schaut euch das an, Mann. Alter. Alter, das ist viel zu viel Leistung. Willst du mich verarschen, ne? Bist du völlig bescheuert? Der hat einfach bei 200 noch durchgedreht, Leute. Alter, also der Klang ist schon krass. Zieht euch das mal rein. Also ohne Scheiß, Mann. Also hier ist mal richtig Leistung am Start. Ja, und das ist McLaren. Zieht euch das rein, wie gut das hier liegt. Aber jetzt schaut mal hier hin. Wir haben jetzt hier 80 km/h drauf. Und mit dem GT2S Mantai Racing bin ich halt einfach über 90 km/h gefahren. So, jetzt hier aus dem zweiten raus. Alter, ready und los geht's. Alter! Aber du merkst, er regelt die Leistung jetzt halt oben rum runter. Hier. Da will er nicht mehr. Das ist einfach zu heiß. Du merkst, da regelt er die Leistung runter. Ja, wir fahren jetzt mal eine Abkühlrunde, Leute. Und dann schauen wir mal, was hier 100, 200 geht. Weil ihr seht, wir haben hier Öl 114 Grad. Wasser 100 Grad, also ja, das sollte definitiv hier ein bisschen abkühlen. Und dann schauen wir mal, ob er obenrum die Leistung freigibt, weil das sind natürlich, ihr müsst mal überlegen, das Ding ist hochgezüchtet bis zum Gehen nicht mehr. Wir befinden uns mitten in der Wüste bei extremen Temperaturen und jetzt hier eine 100-200 Messung durchzuführen, das ist eigentlich fast unmöglich, um hier auf den richtigen Wert hinzukommen. Aber wir wollen ja wenigstens mal schauen, wo kommen wir ungefähr hin. Okay, Leute, wir machen eine 100-200 Messung. Wir probieren jetzt einfach mal, was hier geht. Also von daher und los geht's. Alter, er dreht einfach durch. Willst du mich verarschen? Ne? Alter. Abnormal, abnormal, aber du merkst obenrum, er regelt die Leistung ab. Also, wir schauen jetzt gleich mal rechts aufs Handy, was wir hier 100, 200 gemacht haben. Aber das geht auf jeden Fall deutlich schneller. Jetzt schauen wir mal, wir fahren ein bisschen langsamer. Naja, also 4,6 Sekunden und das ist einfach noch gar nichts. Denn das Ding hier soll auf jeden Fall unter 4 Sekunden gehen. 3,7 Sekunden wurde das Ding nämlich gemessen und das natürlich bei idealen Bedingungen. Also ihr seht, Leute, das sind schon echt krasse Werte und ich meine, das war ja noch gar nichts, was hier der 765 LT eigentlich drauf hat. Ich würde es
würde das Ding gerne mal bei idealen Temperaturen fahren, damit hier wirklich die Leistung voll frei ist. Aber ich muss euch trotzdem sagen, ja, das ist richtig schnell, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, einfach ein 675 LT, der gibt mir einfach so viel mehr Emotionen als hier so ein 765 LT, trotz der Leistung hier. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir schalten hier nochmal ein paar Gänge runter und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.